Die Kita im Berg im nordrhein-westfälischen Waltrop gehört zu den Pionieren des Kanto-Kindergartenprojekts. Kinder singen heute zu wenig. Dabei brauchen wir singende Kindergärten. Für die gesunde psychische und physische Entwicklung von Kindern ist Singen unentbehrlich. Das zeigen neueste empirische Untersuchungen von Dr. Karl Adamek und Dr. Thomas Blank an der Universität Münster. Der Musikpsychologe Dr. Karl Adamek hat daher das generationenverbindende Singpatenprogramm Canto Elementar entwickelt und seit 6 Jahren erfolgreich erprobt. Die Singpaten und Erzieherinnen werden dabei langfristig weitergebildet. Etwa 100 Kindergärten, vor allem im Ruhrgebiet und in Hamburg, tragen schon das Gütezeichen Canto-Kindergarten. Singpaten, besonders aus Chören, können deutschlandweit den Kindergartenalltag bereichern. Das Netzwerk zur Förderung der Alltagskultur des Singens, Il Canto del Mondo e.V., wurde unter der Schirmherrschaft von Yehudi Menuhin gegründet. Es lädt alle Kindergärten ein, aus diesen Erfahrungen von Canto Elementar zu lernen und sich zu vernetzen. Luke, sagst du denn mal, mit welchem Lied wir anfangen? Die goldene Sonne. Die goldene Sonne. Zählst du auch? Ja. 1, 2, 3. Die goldene Sonne bringt Freude und Wonne, die Finsternis weicht. Der Morgen sich zeigt, die Röte abscheidet, die Finsternis weicht. Die Also ein gutes Beispiel ist vielleicht so der typische Montagmorgen in einer Kita, wo oft davon gesprochen wird, dass Kinder unruhiger sind, lauthals spielen oder überhaupt nicht ins Spiel finden. Und über das Singen hat man als Erzieherin eine ganz, ganz gute Möglichkeit zu sagen, zwischendurch, wir singen einfach ein paar Lieder, also ohne großen Aufwand. Man setzt sich einfach irgendwo hin, man trällert die Lieder, die die Kinder gerne mögen. Und beobachtbar ist dann, dass die Kinder danach wesentlich ruhiger, leiser spielen und auch überhaupt erstmal ins Spiel finden. Und dadurch als Erzieherin hat man dann wiederum ganz andere Möglichkeiten, sich speziell auf Kinder einzulassen und hat viel mehr Freiräume und ist selber auch viel weniger gestresst. Und jetzt singen wir, weil ja gerade noch Winter ist und der Frühling kommt bald, dann singen wir ein Lied von den Jahreszeiten. Und ihr kennt das alle? Es war eine Mutter. Die hatte 4 Kinder. Richtig, die hatte 4 Kinder. Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Schon so, dass viele Kinder sehr lautstark mitsingen und andere sehr andächtig dasitzen und eigentlich gar nicht singen, meint man. In Wirklichkeit inhalieren oder filtern sie das förmlich, diese Lieder, und kommen dann irgendwann nach Monaten zu Hause, kommen sie raus und man hört beim Nachfragen zu Hause, dass die Kinder dann singen, lauthals, und die Mütter oftmals gar nicht wissen, wo es herkommt. Hier ist gewissermaßen die Motivation sehr, sehr groß, sich auf andere beziehen zu wollen. Und das Singen ist gewissermaßen das Instrument, was diese Motivation in eine gemeinsame Bewegung führt. Und dann kommt etwas Wunderbares da als Ergebnis wieder heraus, nämlich ein großartiges Gefühl darüber, dass man selbst in der Lage gewesen ist, sich auf andere zu beziehen, sich einzustimmen und abzustimmen. Sodass also dann auch das sich in den anderen hineinversetzen, also diese hochkomplexe Leistung des menschlichen Gehirns, durch das gemeinsame Singen auf eine wunderbare Weise gewissermaßen spielerisch erworben wird. Da müssen nimm dich ja in Acht,
Alten Volkslieder sind für die ältere Generation noch ganz vertraute Lieder und die sind mit diesen Liedern aufgewachsen und verbinden auch ihr ganzes Leben mit diesen Liedern. Das heißt, da kommt dann eine Lebensfreude rüber und das ist gerade für die Kinder so erfreulich. Sie leben im Grunde mit der älteren Generation diese Lieder und beginnen so, ja, einen Teil von erlebter Geschichte zu erben. So, dass dadurch die ganze Situation aufgelockert wird, weil Kinder lieben einfach Bewegung. Auf der anderen Seite ist es so, Kinder, die gerade der deutschen Sprache vielleicht noch nicht so mächtig sind, können anhand der Bewegung mir auch mitteilen, welches Lied sie sich vielleicht gerade wünschen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich eine bestimmte Handbewegung mache, kann das Kind wiederum das deutsche Wort dazu finden, weil aha, so war das ja bei diesem Lied. Und ich beobachte das jetzt bei den jüngsten Kindern unserer Kita, die Kinder, die halt noch unter 3 Jahren alt sind, die sich ja sprachlich einfach noch nicht äußern können, weil sie so jung sind, dass sie ganz oft zu mir auf den Schoß geklettert kommen und bestimmte Bewegungen machen, wie zum Beispiel so. Und ich dann weiß, aha, das Kind möchte gerne mit mir das Lied in einem kleinen Iglu singen. Und von daher ist das für mich dann und für die Kinder eine gute Kommunikationsebene. Die Melodie und dieses Gefühl, ich kann mich da in diese Melodie hineinbegeben, da kann man sich auch versenken. Und ich erinnere mich an meine Kindheit. Ich habe eine Jugendfreizeit mal gemacht und da sagte der Singeleiter, also das Lied lernen wir jetzt nicht auswendig, sondern das lernen wir inwendig. Und das machen wir jetzt im Grunde auch mit den Kindern. Ja, also zum Beispiel gerade das Lied in Es saß ein klein Wildvögelein, das ja eine recht melancholische Melodie hat. Das war über Monate der Renner hier in der ganzen Kita. Und es war ganz, ganz schön zu beobachten, dass gerade Kinder, von denen oft gesagt wurde, besonders lebhaft oder recht burschikos, dass die da saßen und mit einer Inbrunst diese Lieder gesungen haben oder gerade speziell dieses Lied gesungen haben und ja einen Augenausdruck bekommen haben, dass einem so wirklich so auf der Haut manchmal so ein bisschen Gänsehaut entsteht. Ja, die Senioren, die haben, ja, wie soll man sagen, die haben das Haus insgesamt belebt. Einmal durch das hohe Alter, das sie ja teilweise schon haben, dadurch, dass sie eine andere Sozialisation haben als wir jetzt, gibt es für die Senioren auch so soziale Verhaltensweisen, Umgehensweisen, die wir in dem Haus vorher so in der Form gar nicht kannten. Also die sind zu den Kindern sehr höflich, sehr respektvoll. Die sind zu uns sehr höflich, sehr respektvoll. Die bedanken sich bei uns. Also da gibt es so Sachen, die, ja, so von früher so ein bisschen, die aber ganz angenehm und ganz, einen ganz innig so berühren eben auch. Und ja, die Kinder, die Senioren, die bieten Ersatz eben für manche Kinder, die die Omis und Opis gar nicht hier haben, vor Ort nicht haben oder die vielleicht schon verstorben sind. Und ja, bereichern uns und betreiben, fühlen sich hier auch wohl im Haus, betreiben für uns eine prima Öffentlichkeitsarbeit. Das hatten wir zum Beispiel vorher gar nicht im Blick,
Die tragen das ja weiter so in die Welt und erzählen darüber und verbreiten das. Und ja, Eltern kommen und fragen, was macht ihr da und was ist das genau? Und ja, werden neugierig. Ich freue mich jedes Mal darauf, dass, wenn es Mittwoch ist, dass ich hier wieder hingehen kann. Und bin ich zu Hause immer, wenn ich andere Termine habe, irgendwie schon ein bisschen traurig, dass ich eben mal nicht hier hinkommen kann. Man kann ja nicht jeden Mittwoch hier sein. Darum ist auch die Gruppe, die wir haben, eigentlich relativ groß. So von 12 Personen sind wir in der Regel. Jetzt heute waren nicht so viele da. Aber das ist schon wichtig, denn der eine oder andere kann nicht immer von uns Erwachsenen. Und dann ist es schon gut, dass wenigstens immer eine bestimmte Stammgröße von 8 Leuten dann da ist, die dann dementsprechend auch mitsingen. Immer Musik der Gegenwart auch geben. Aber wir sollten darüber hinaus diesen großen Schatz an Traditionen nicht vergessen. Und das ist in dieser mittelalten, also in meiner Generation, leider so ein bisschen zurückgegangen. Das betrifft den weltlichen Bereich, aber natürlich in meinem Kontext auch den geistlichen Bereich. Zu überlegen, was ist unser großer Schatz evangelischer Literatur, musikalischer Liedliteratur, und was wollen wir wirklich, was ist uns gut genug, um es wirklich in die Kinder hineinzupflanzen? Und für mich ist das gut genug, was langfristig für die Kinder wirkt. Also was wirklich, wo sie auf Dauer über die Jahre hin den Text begreifen, verstehen, also wie im Prinzip beim Märchen. Ja, man erlebt als Kind ein Märchen völlig anders und das reicht trotzdem als großer Schatz. Und es entfaltet sich bis zum alternden Menschen und der kann auch das noch ausbauen für sich. So, und diese Chance, Generationen kommen hier rein, die ältere Generation kommt hier rein und gibt diesen Schatz weiter, denn die hat ihn noch. Und das sollten wir nutzen. Diese Chance, die möchte ich auch gerne in Kurhessen-Waldeck nutzen. Und ich glaube, wenn Luther sagt, wer singt, betet doppelt, dann meint er sowas. Dann ist das durch Leib und Seele gegangen. Und ich glaube, von daher haben wir eine große Verantwortung, auch für die Weitergabe des Glaubens, möglichst früh mit Kindern und jungen Menschen das Singen zu üben, zu kultivieren, wie man es nennen will. Ja, Gott hat alle Kinder lieb, jedes Kind in jedem Land. Er kennt alle unsere Namen, hält uns alle in der Hand. Und ich kann eigentlich diese ansteckende Freude nur weitergeben. Und Mut machen, probiert es aus. Es wird sicherlich auch woanders gut tun und gut gelingen. Alles Gute dazu. Alle unsere Namen, alle unsere Namen.